Er ist der neue Pfarrer der evangelischen Erlöserkirchengemeinde in Neuheusel, Fabian Schley. Der 27-Jährige bringt Hoffnung, schwarzen Humor und ein großes Herz für die Menschen in seiner Gemeinde mit. Sein ursprünglicher Plan? Jura oder Medizin studieren. Während der Corona-Pandemie hat ein Gedanke das Leben von Fabian Schley verändert. Die Pandemie hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, füreinander da zu sein und anderen in schwierigen Zeiten beizustehen. Diese Erkenntnis hat ihn dazu bewegt, seinen Plan einer akademischen Karriere aufzugeben und stattdessen den Weg zum Pfarrer einzuschlagen. Denn die Menschen brauchen jemanden, der ihnen Halt gibt und für sie da ist. Ich war an einem Punkt in meinem Leben, da wusste ich nicht, wie es weitergeht, und dann wusste ich nicht, wie ich weiterleben will und ob ich das kann. Das war eine sehr, sehr schwere Sinnkrise. Und irgendwas hat mich trotzdem festgehalten, gesagt, doch mach mal weiter so, und es geht weiter. Ich weiß nicht, was es war, ich kann es nur im Rückblick sagen. Da hat mir was Kraft gegeben, und dem nachzuspüren, das ist so meine Aufgabe im Pfarramt. Was hat mir damals Kraft gegeben? Wie kann ich anderen Menschen diese Kraft nahe bringen, die ich damals erfahren habe? Was ist die überhaupt für andere Menschen? Das muss ja nicht unbedingt dieselbe sein, die ich erfahren habe. Ne? Es ist ja für jeden Menschen was anderes, was ihm oder ihr Kraft gibt. Und ich begebe mich mit den Menschen auf die Suche nach dem, was ihnen Kraft gibt. Das ist so mein Ziel. Das möchte ich machen. Das, was mir Kraft gegeben hat, dass sie anderen Menschen das auch entdecken können. Diese Kraft hat er in dieser schwierigen Zeit besonders aus einem Vers gezogen. Heilig, heilig ist Gott, die Macht, die alles beherrscht, die war, die ist, die kommt. Ein Spruch, den er nie vergessen und für immer bei sich tragen wollte. Ich habe mir damals ein Tattoo stechen lassen, ein Credo sozusagen aus einem Buch aus der Bibel, aus der Offenbarung, die mir damals sehr viel bedeutet hat. Ich habe das Buch oft gelesen und habe gemerkt, dieser Spruch, da resoniert was tief in mir, und den möchte ich deswegen nie vergessen, weil immer, wenn ich ihn lese, kriege ich eine Gänsehaut. Also es ist kein Scherz, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich den lese und denke mir nur, ja, den willst du nie vergessen. Deswegen habe ich mir gestochen. Obwohl der gebürtige Hesse bereits im Abitur Latein und Griechisch gelernt hatte und Theologie schon immer cool fand, stieß sein Berufswunsch in seinem Umfeld anfangs auf Vorurteile. Der Vater seines besten Freundes war Pfarrer. Aber dennoch stieß er auf Skepsis. Ich glaube, manche Leute hätten sich lieber einen Arzt in der Familie gewünscht oder einen Rechtsanwalt. Jetzt haben sie einen Pfarrer bekommen. Als ich das erste Mal das gesagt habe, dann hieß es, du gehst jetzt sofort zu den Pfarrern hier in Homberg und redest mit denen, um mal zu wissen, wie das so ist, bevor du Theologie zu studieren beginnst. Bevor du anfängst, gehst du mal und sprichst mit denen. Naja, und die haben halt nichts sagen können, was mich davon gebracht hat. Und auch der Vater von meinem besten Freund, mit dem habe ich öfters mal darüber geredet, wie das so ist als Pfarrer. Und ja, das hat seine Seiten gehabt, die man beachten muss. Aber sie haben alle nichts sagen können, was mich von dem irrsinnigen Plan abbringen lassen hat. Der heutige Gottesdienst steht unter dem Motto 7 Songs, 7 Wochen. Diese Veranstaltungsreihe ist in den Corona-Jahren als Online-Format entstanden und findet nun seit einem Jahr auch in den Kirchen der Region statt. Jede Woche Mittwoch wird der Gottesdienst von einem persönlichen Song der jeweiligen Pfarrperson begleitet. Fabian Schley bringt in den heutigen Gottesdienst einen Metal-Song mit, Toxicity von System of a Down. Naja, ich kann verstehen, wenn das angespielt wird, dass man zuerst mal denkt, das ist jetzt nicht Paul Gerhardt, das ist eine Wucht, die er schlägt. Wobei Paul Gerhardt natürlich auch eine Wucht sein kann, die er schlägt. Das ist was anderes, was man nicht so oft in der Kirche hört. Ich kann mir vorstellen, dass das erstmal ein wenig am Milieu vorbeigeht, was normalerweise man in der Kirche erwarten würde. Aber ich denke mir, dass wenn man die richtigen Worte findet, um das Lied zu klingen lassen, in den Klangraum zu setzen, in dem auch unser Glaube zum Vorschein kommt, dann denke ich mir, dass man sich auf das Lied einlassen kann. Ich hoffe es zumindest. Version, looking at life through the eyes of a tire hub.
pastime activity. The toxicity of our city, of our city. Das Feedback zum unkonventionellen Song? Gar nicht so schlecht. Sehr gut. Es war das erste Mal, dass ich bei 7 Wochen, 7 Songs dabei war. Aber die nächsten werde ich auch besuchen. Ich habe mich im Vorfeld informiert, um zu wissen, was auf mich zukommt. Ich habe mir den Song angehört. Ich habe die Übersetzung gelesen. Und im Gottesdienst hat sich das bestätigt, was ich da entdeckt habe. Dass ich Heavy Metal jetzt mit ganz anderen Augen sehe und mit anderen Ohren höre. Und das war wirklich nicht laut. Der neue Pfarrer möchte mit seinen Gottesdiensten eine Verbindung zwischen Tradition und Innovation herstellen. Obwohl er sich nicht aktiv abgrenzen möchte, legt er großen Wert darauf, jedem Gottesdienst eine persönliche Note zu verleihen. Seiner Kirchengemeinde in Neuhäusel möchte der 27-Jährige aber vor allem eins mitgeben. Gottesdienst macht Spaß, Gottesdienst baut auf und Gottesdienst kann auffangen. Es ist schön, Gottesdienst zu feiern. Und das kann man auf so viele verschiedene Arten und Weisen tun, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Arten und Weisen es gibt. Und ein bisschen Metal hören gehört auch dazu. So geht's auch. Und genau das zeigt dieser Abend in der Kirche in Neuhäusel. Mit einer Mischung aus Humor und Tiefgründigkeit schafft er es, die Menschen in der Gemeinde zu fesseln und zum Nachdenken anzuregen. Wir sind froh, dass wir ihn haben, einen jungen Pfarrer, einen jungen Mann mit neuen Ideen, und wir sind da ganz offen für und wir sind froh, dass wir ihn haben. Fabian Schley und der heutige Gottesdienst, ein Abend, der in Erinnerung bleibt.